Heidi Klum, sensationelle Entscheidung nach GNTM. Das sind mal News. Heidi Klum soll unbedingt eine Rolle im dritten Sex and the City Film haben wollen als Samantha-Ersatz. Passen würde es ja. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Oder in diesem Fall, die Dritte. Denn seit Kim Cattrall, 61, alias Samantha Jones ihrer Sex and the City-Kollegin Sarah Jessica Parker, 53, vor einigen Monaten öffentlich auf Twitter den Krieg erklärte, ist die Chance auf einen dritten Kinofilm der Erfolgsserie in weite Ferne gerückt. Bisher jedenfalls, denn jetzt kommt Retterin Klum, 45, sie soll Parker angeboten haben, die Rolle der männermordenden Samantha im dritten Teil zu übernehmen. Heidi liebt junge Lofer. Heidi würde es lieben, plauderte ein Insider gegenüber dem Fachdienst Radar Online aus. Sie hält sich für den besten Sam-Ersatz, würde aber auch einen anderen sexy Charakter in diesem Vierergespann übernehmen, so der Insider. Der Vorteil: Heidi hatte schon mal eine kleine Rolle bei Saat, spielte sich in der vierten Staffel selbst. Klum als Samantha Jones, die Toolboy-liebende Ü40-Ellen? Passt perfekt, würden wir sagen. Schließlich fiel die Vierfach-Mama in den vergangenen Jahren eher mit ihren jungen Lofern als mit ihren Modeljobs auf. Erst kam Konstantin Vito Schnabel, 14 Jahre jünger als die 45-Jährige. Jetzt züngelt sie seit kurzem mit Tokyo Hotel-Bubi Tom Kaulitz, 28, der ist satte 17 Jahre jünger als Lara Klum. Und Heidi steigt gerne mit ihm aufs Motorrad und cruist wild durch die Welt. Auch Heidis unverkrampfter Umgang in Sachen Sextalk ist ideal für den Saat-Kosmos. Wer es vergessen hat, sie taufte ihre Brüste öffentlich Hans und Franz und lobte bei Sial das volle Paket in seinen engen Radlerhosen. Könnte so auch von Sam kommen. Und soll es recht sein, auf den dritten Teil warten wir doch alle.